Und jetzt ein Rezept aus meiner Kindheit, von meiner Oma, von meiner Mutter, die sogenannten Kaspresknödel. Also ein vegetarisches Rezept, früher vielleicht so eher ein armes Leuteessen, aber für mich eine wahre Delikatesse. Wenig Zutaten, viel Geschmack. Ich habe hier vom Vortag vorwiegend festkochende Kartoffeln schon mal geschält. Die werde ich gleich mal in eine Schüssel reiben. Und dann die zweite wichtigste Zutat, ein richtig kräftiger Bergkäse. Als ich den ausgepackt habe, da hat der Duft die Küche erfüllt, fast wie ein weißer Trüffel. Und auch den Bergkäse grob reiben. Der Bergkäse hat relativ wenig Fett, aber viel, viel Aroma. Noch ein zweites Stück. Mischungsverhältnis so ungefähr 50-50, also 50% Kartoffel, 50% Bergkäse. Auch zum Schluss aufpassen. Reibe auf die Seite zur Bindung ein frisches Ei. Und einen Esslöffel Mehl. Da mein Tipp, ich nehme statt normalem Mehl sogenannte Maismehl. Maismehl hat eine angenehme gelbe Farbe und einen leicht nussigen Geschmack. Und jetzt fürs Auge, als kleiner Farbpunkt, frische Kräuter. In dem Fall habe ich mich für Petersilie entschieden. Auch da ein kleiner Tipp von mir. Oftmals werden nur die Blätter gezupft. Ich nehme die zarten Stängelchen auch mit und schneide die in ganz, ganz feine Röllchen. Die Blätter in feine Streifen, denn diese Petersilienstängeln, die knacken dann so richtig im Mund und dann gibt es eine kleine, jetzt sage ich mal, Petersilien-Explosion. Auch reines Töpfchen und dann mit einem Löffel oder hier mit dem sogenannten Geizhals fein vorsichtig vermischen, vermengen. Abschmecken natürlich nicht vergessen. In dem Fall Salz, da ist weniger angesagt, der Käse hat ja meistens schon relativ viel Salz, Pfeffer oder wer möchte Chili. Und für die feine Note entweder Muskatnuss oder Muskatblüte, fein gerieben oder frisch gerieben, schmeckt es mir am besten. Nochmal alles fein verrührt. Jetzt noch mal ein kleiner Tipp. Jetzt kann ich zum Anbraten, zum Formen, entweder meine beiden Hände nehmen oder zwei Esslöffel. Ja. Mein Tipp ist eben der Eisportionierer. Und den habe ich hier mit etwas Wasser und Öl auf die Seite gestellt. Und jetzt kann ich mit diesem Eisportionierer gleichmäßig große Kaspresnocken abstechen. Gleich ins heiße Fett. Meine Oma hat da sicher früher Butterschmalz genommen. Ich habe mich entschieden für ein Sonnenblumenbratöl. Ja. Auf die Seite. Und damit es jetzt aus diesen Kugeln Kaspressknödel gibt, mein kleiner Tipp, ich nehme einen Esslöffel und tunke den so ein wenig in dieses Wasser-Öl-Gemisch. Abtropfen lassen. Diese Ölschicht legt sich auf den Esslöffelrücken und jetzt kann ich die Knödelchen pressen zu gleichmäßigen Leibchen und der Löffel bleibt am Rücken schön sauber. Gut. Bei mittlerer Hitze ungefähr 4, 5, 6 Minuten rausbraten. Und Sie merken schon, wenn Sie zwischendrin einfach mal unten so einen Kaspressknödel anheben, aber schön goldbraun ist. Gut, die ersten kann man schon umdrehen. Vorsichtig unten rein, dann umdrehen. Und dann natürlich auch von der anderen Seite nochmal 4, 5, 6 Minuten anbraten. Jetzt könnte man das Ganze noch
weiterspinnen, wenn Sie den Geschmack von Knoblauch möchten. Dann können Sie eine Knoblauchzehe mitsamt der Schale leicht andrücken und mit ins Bratfett geben. Sie können einen Rosmarinzweig mit dazugeben, einen Thymianzweig. Zum Anrichten habe ich hier ein Tellerchen mit einem schönen saftigen Gurkensalat. Schauen wir mal, ob die Kaspressknödel auch auf der anderen Seite schon fertig sind. Jawohl! Dann suche ich mir die zwei schönsten raus und lege die so an den Gurkensalat. Wer möchte, kann die auch vorher noch mit ein bisschen Küchenkrepp abtupfen. Zur Dekoration noch ein Petersilienzweig oben hin. So hat es mir meine Oma früher serviert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Die Rezepte finden Sie in unserer Rezeptdatenbank bei primaleben.tv. Viel Spaß und guten Appetit!